Du warst gerade in Belgrad auch auf einer kleinen Reise. Hat es dir gefallen dort eigentlich? Ja, die Stadt ist interessant, lebendig, viele junge Leute. Aber ich war vor allem ziemlich erschüttert darüber, wie wenig ich von diesem relativ nahegelegenen Land überhaupt weiß und wie wenig ich weiß, wie schlimm die deutsche Geschichte mit dem Land umgegangen ist. Wie? Also inwiefern? Naja, Deutschland war aus Sicht der Serbinnen und Serben dreimal Aggressor oder beteiligt als Aggressor im Ersten Weltkrieg zusammen mit dem K&K-Regime, wo in Serbien ein Drittel der Bevölkerung getötet wurde. Dann im Zweiten Weltkrieg, als Hitler im April 1941 Serbien überfallen hat und Belgrad mit Brandbomben mehrere Tage lang beworfen hat und Zehntausende Tote produziert hat. Und dann eben auch ab dem 24. März 1999, als Deutschland aktiv im Kosovo-Krieg beteiligt war. Das jährt sich ja jetzt gerade zum 20. Mal, dieses Datum. Warst du deswegen auch dort? Ja, es jährt sich, aber die Frage ist, ob es sich jährt. Das Verrückte, was ich erst jetzt entdeckt habe, ist, dass bei Wikipedia, und zwar in der deutschen, in der französischen, in der englischen Ausgabe, es sich nicht jährt, sondern in der deutschen und französischen, englischen Ausgabe heißt es, ich zitiere mal aus der englischen Ausgabe: "The Kosovo War was an armed conflict in Kosovo that started in late February 1998" und so weiter. Ähnlich in anderen Sprachen. Das Also heißt 98. 98. Genau. Die sagen, das war ein Krieg, der war geführt zwischen Belgrad und Pristina, also der Hauptstadt von Kosovo, UÇK. Und irgendwann in dem Krieg, konkret am 24. März 1999, hat die NATO Luftunterstützung für die UÇK gegeben und der Krieg endet dann mit dem Waffenstillstand am 6. oder 8. Juni 1999. Das heißt, das, was ich jetzt gelernt und wahrgenommen habe, dass der richtige Krieg am 24. März 1999 begann, wird da relativiert, indem es ein innerserbischer Krieg war oder innerjugoslawischer Krieg war, wo irgendwann die NATO eine kleine Luftwaffenunterstützung gegeben haben sollte. Wie war es jetzt, deiner Meinung nach, also wie hat es jetzt wirklich angefangen? Es hat sicherlich als Konflikt angefangen, dass innerhalb des Restjugoslawiens, also der Bundesrepublik Jugoslawien, was damals Serbien, Kosovo und Montenegro war, es einen ethnischen Konflikt gab, bei dem die kosovarische albanische Minderheit in Kosovo, im Kosovo selber die Mehrheit, sich bewaffnet hat, einen bewaffneten Arm geschafft hat, die UÇK, und diese UÇK auch bewaffnet gegen die serbischen Sicherheitskräfte vorging, die serbischen Sonderkräfte wiederum mit Gewalt, mit Vertreibung, mit auch Massakern wahrscheinlich gegen die Kosovaren vorging, hat sich hochgeschaukelt. Aber dann Mitte 98, als die Sache sich total hochgeschaukelt hatte, wurde durch eine internationale Intervention die OSZE in das Land geholt. Es wurden 1500 OSZE-Beobachter in den Kosovo gebracht. Und die Vereinbarung war, dass die Sondereinheiten der serbischen Regierung sich zurückziehen müssen. Die haben sich zurückgezogen. Es kamen auch 200.000 Flüchtlinge, die vorher aus dem Kosovo geflüchtet sind, zurück in das Land. Das war eine relative Ruhe da, bis dann im Januar ein sogenanntes Massaker in Račak konstruiert wurde und das dann zum Vorwand genommen wurde für eine erpresserische Verhandlung in Rambouillet und dann der Krieg begann. Okay, jetzt habe ich neulich auf Deutschlandfunk im Hintergrund auch einen kleinen Radiobeitrag oder einen 20-minütigen Radiobeitrag gehört. Da hieß es, die UÇK war am Anfang mehr oder weniger so eine Rebellentruppe, die kleinere Anschläge auf Polizeistationen unternommen hat. Also nichts besonders Großes, mehr oder weniger so Molotow-Cocktails auf Polizeieinheiten. Ist diese Darstellung richtig? Also, und es war eine Reaktion darauf, dass es Vertreibung der albanischen Bevölkerung im Kosovo gab. Ja, das gab es ganz sicher. Aber da müsste man sicherlich jetzt zurückblenden ins Jahr 1990, sagen, dass diese Bundesrepublik Jugoslawien damals sich die ethnischen Konflikte hochgeschaukelt haben, dass die Europäische Union massiv interveniert hat, diese ethnischen Konflikte nicht zu befrieden, sondern
Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina anzuerkennen und damit neue Staaten entstanden sind, dass 200.000 Menschen aus der Ukraine in Kroatien vertrieben worden sind, dass Menschen aus Bosnien vertrieben waren und so weiter. Und in dem Rahmen stimmt es auch, dass serbische Einheiten kosovarisch-albanische Minderheit in Kosovo vertrieben haben, ein innerserbischer, ein innerjugoslawischer Konflikt entstanden ist. Mhm. Dass die UÇK irgendwann klein begonnen hat, klar, sie hat klein begonnen, aber sie wurde dann stark bewaffnet, von vor allem albanischen Kräften, wobei die albanische Armee wiederum die Waffen von der NVA, der Nationalen Volksarmee, von der DDR bekommen hat und so weiter und so weiter. Das ist alles eine lange Geschichte, die wir hier nicht zusammenfassen können, aber sicher, es waren kriegerische Zustände innerhalb Jugoslawiens, aber in einem Land, wo aber dann mit der OSZE eingreifen, das weitgehend befriedet wurde und trotzdem der Krieg dann begann. Was heißt, die OSZE hat eingegriffen? Es wurden Mitte 98 1.500 Friedensbeobachter der OSZE nach Kosovo entsandt, nach einer Übereinkunft. Mhm. Und die Übereinkunft lautete, dass die beobachten sollten, ob es weiterhin Übergriffe der serbischen Sondereinheiten gibt und dass die Sondereinheiten abgezogen werden müssen. Das hat stattgefunden. Mhm. Die Sondereinheiten, ich glaube 15.000 Mann der serbischen Armee, wurden abgezogen. Das Land war weitgehend unter Kontrolle der UÇK, die dann angefangen hat, sich noch stärker zu bewaffnen. Nur die Grenzen, also die Grenzen von Kosovo zu Bosnien und Montenegro runter, waren noch Armeeeinheiten da, die die Grenzen geschützt haben. Aber das Land selber im inneren Kosovo war eigentlich weitgehend befriedet gewesen. Okay, das heißt also, lassen wir jetzt mal die Entwicklung der 90er Jahre außen vor, aber das heißt, die Europäische Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat Friedensbeobachter dorthin geschickt, also hat auch interveniert, erfolgreich. Erfolgreich, ja. Erfolgreich, bis eben das sogenannte Massaker, da hat man mich nicht parat, ich meine 18. Januar 99 stattfand, wo schon nach einem Tag argumentiert wird, ein Massaker der Serben, der begangen wurde und auf der Grundlage, ohne dass eine wirkliche Untersuchung stattgefunden hat. Heute sagt Wikipedia an alle, es ist nicht klar, was da war. Okay, was war das für ein Massaker? Wie hieß das? Es war ein Fund, wo der OSZE-Chef der Kommission, der Beobachtungsmission, William Walker, vor Ort gerufen wurde. Man fand in diesem Ort Racak im Kosovo über 40 Leichen verteilt. Mhm. Er hat sofort die Presse geholt und gesagt, ein Massaker der Serben. Heute sagen die Medien, mindestens, es ist absolut unklar. Andere Insider, darunter eine finnische Untersuchungskommission, sagen, es waren Leichen, die anderswo in den Tagen entstanden sind, durch militärische Konflikte, die hingeschafft worden sind, um eine Inszenierung zu bekommen für ein Massaker. Aber das war dann der Anlass dafür, dass in Rambouillet sogenannte Friedensverhandlungen stattgefunden haben, die aber einen Vertrag den Serben vorgelegt haben, den die nie unterschreiben konnten und damit der Krieg beginnen konnte. Und warum konnten die den Vertrag nicht unterschreiben? Der Vertrag von Rambouillet hatte einen Annex B. In diesem Annex B stand... Was heißt Annex B? Ein Anhang B. Mhm. Hieß Annex B. Ach so, Annex. In diesem Anhang stand drin, dass die Serben unterschreiben müssten, dass die NATO innerhalb von Serbien, also nicht Kosovo, auch in Serbien selber mit, glaube ich, 15.000 Mann ein- und ausgehen könnten und sie auch gleichzeitig von jeder Art von Justiz, jeder Art von... Gerichtsbarkeit freigestellt sein würden. Die NATO-Truppen. Die NATO-Truppen, die in Serbien außen eingehen können sollten. Das war nicht unterschreibbar. Okay, das heißt, so quasi staatliche Souveränität aufgeben, eine fremde Militärmacht darf schalten und walten, wie sie möchte. Und die Serben, die ein total geschichtsbewusstes Volk sind, sagen genau der gleiche Paragraph, der im Juli 1914 ihnen vorgelegt wurde, als bei dem Ultimatum, was das K&K-Monarchie an Belgrad gestellt hat, 5, 6 Punkte waren und der Punkt 4 eben auch sagte, die K&K-Polizeibehörden müssen die Möglichkeit haben, in Serbien außen einzugehen. Wo auch klar war, das kann Serbien nicht nur schreiben, das war der Erste Weltkrieg und jetzt eben der Kosovo-Krieg. Mhm. Ist ja eine gewisse diplomatische Instinktlosigkeit. Warum wurde das gemacht? Ich würde sagen, Diplomaten haben Elefantengehirne und ich glaube, dass das schon eine Art Bösartigkeit ist, die so ähnlich wie Hitler, so ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland am 9. April
1995 Bosnien-Herzegowina anerkannt hatten. Und die Serben sagten, es war der Tag, als Hitler Belgrad begonnen hat zu bombardieren. Das war, wie kann das sein? Am gleichen Tag anerkennen die Bosnien-Herzegowina, womit der Konflikt auf dem Balkan hochgeschaukelt wurde. Zufall. Zufall, ja. Jetzt hat der Kosovo-Krieg ja auch in Deutschland eine ganz besondere Bedeutung, weil es der erste Angriffskrieg war, in den die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg verwickelt war und das auch noch unter einer rot-grünen Regierung. Wie hast du das damals erlebt, diese Diskussion? Du warst im Bundestag damals. Ich war von 1994 bis 2002 Abgeordneter der PDS im Deutschen Bundestag. Wir hatten im September 98 erlebt, dass Kohl abgewählt wurde und dass eine neue Regierung von SPD und Grünen an die Regierung kam. Da war der Konflikt in Kosovo schon zugespitzt, aber unsere Meinung war, damit ist die Kriegsgefahr eigentlich vorbei. Wir haben niemals geglaubt, dass ein Kanzler Schröder und ein Außenminister Joschka Fischer einen Krieg anführen würden. Sie haben ihn dann angeführt und es war die absolut katastrophale Situation, dass die 32 Abgeordneten der PDS in dem gesamten Bundestag von, glaube ich, über 600 Leuten die einzigen waren, die gegen den Krieg waren und alle anderen Parteien, FDP, CDU, CSU natürlich, aber auch Grüne und SPD, Kriegsbefürworter waren. Und wir völlig isoliert und auch ziemlich erstarrt und konsterniert in unseren Bänken saßen. Seid ihr angefeindet worden? Ja, total angefeindet worden. Und zwar auch ganz konkret meine Person betreffend und ein Projekt betreffend. Das heißt, wir haben das geschafft, ich und ganz wenige wie Ulla Jelpke, die heute noch im Bundestag ist, dass wir eine Woche nach Kriegsbeginn eine Zeitung gegründet haben, nämlich die Zeitung gegen den Krieg. Das ist die erste Nummer, April 99. Und dass wir nach drei Nummern, die waren schon noch im April, drei Ausgaben, eine Auflage von 300.000 Exemplaren je Zeitung hatten. Mhm. Das war aber in der Zeit, als damals die PDS-Führung urlaubte, nicht präsent war, das war Ostern 99. Als dann die erste Bundestagsdebatte stattfand über den Kosovo-Krieg, es war am 15. April 1999, hat Herr Struck, der war damals Fraktionschef der SPD, gesagt, ich zitiere, ich möchte darauf hinweisen, dass mir hier eine Zeitung vorliegt, herausgegeben von der PDS im Deutschen Bundestag, in der der Bundesminister für Verteidigung, Herr Kollege Rudolf Scharping, als Kriegsminister diskreditiert wird. Ich weise diese Unerhörtheit aufs Entschiedenste zurück. Zitat Ende. Ähnliches gab es dann von Scharping selber gegen die Zeitung und wir haben dann wirklich drei Tage danach eine Sitzung der PDS gehabt, wo die PDS mehrheitlich die Zeitung verboten hat. Und gesagt, wir haben kein Geld für die Zeitung, weil der Druck so immens war. Wir haben die Zeitung dann weiter herausgegeben, aber nur auf der Basis von wenigen Leuten. 16 PDS-Bundestagsabgeordnete haben die Zeitung weiter unterstützt und herausgegeben, aber die Fraktion selber hat so eingeschüchtert reagiert aufgrund dieses Angriffs von SPD, Grüne und so weiter. Was waren die Argumente von SPD und Grünen? Also die ja doch auch noch, die Grünen zumindest hatten ja das Image der Friedenspartei. Ja? Kamen aus der Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung. Da hat man ja doch auf die Grünen gebaut und dann plötzlich befürworten die einen Angriffskrieg. Also ich glaube, der Krieg konnte nur von SPD und Grünen geführt werden. Wenn Helmut Kohl als Kanzler den Krieg geführt hätte, hat Kohl selber gesagt, hätte es von Flensburg bis Konstanz eine Lichterkette gegeben gegen den Krieg von Leuten, die demonstrieren. Aber dadurch, dass die SPD und die Grünen den Krieg mit angeführt haben, war die Antikriegsbewegung entwaffnet. Die größte Demo hat 50.000 Leute umfasst gegen den Krieg. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Obwohl über 60% der Bevölkerung in Deutschland gegen den Krieg waren. Und das Verrückte war, das Perfide war, dass die Argumente für den Krieg von Seiten von Schröder, von Seiten von Joschka Fischer und von Seiten von Lüdger Vollmer, Staatssekretär damals, argumentiert haben mit der deutschen Geschichte. Sie haben gesagt, weil Milosevic ein Hitler ist und weil wir Verantwortung haben als Deutsche, dass kein neues Auschwitz entsteht und weil die Serben neue KZs einrichten, mit Fotos in der Bildzeitung, die gefälscht waren, müssen wir als Deutsche alles tun, ein neues Auschwitz zu verhindern. Deswegen müssen wir einen Krieg führen ohne UNO-Mandat gegen Völkerrecht, um unserer Geschichte gerecht zu werden.
Was ist der tiefere Sinn, dass Deutschland da mitgemacht hat? Ein tieferer Sinn ist, glaube ich, hat Volker Rühe als Verteidigungsminister im Jahr 91 ziemlich klug gesagt. Er hat gesagt... Also davor? Ja, davor. Mhm. Also 91 nach der Wende, sagt der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe im Bundestag, wir müssen Schritt für Schritt die deutsche Bevölkerung darauf vorbereiten, dass Deutschland eine größere Verantwortung der Welt übernehmen muss. Die Instinkte des deutschen Volkes werden sie nicht von heute auf morgen verändern. Er meinte damit, die Friedensinstinkte, dass wir nicht Krieg führen dürfen, werden nicht so schnell vorbei sein. Und Schritt für Schritt über Einrichtung der Feldpost, über erste Auslandseinsätze der Bundeswehr in Somalia und so weiter, haben sich darauf vorbereitet. Und der Durchbruch war dann der Kosovo-Krieg gewesen, wo sogar ohne UNO-Mandat ein Krieg geführt wird. Und seitdem gilt es ja irgendwie als normal, obwohl immer noch zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sagen, keine Bundeswehr in Afghanistan, sagen 90% im Bundestag, Bundeswehr in Afghanistan ist ganz toll, normal, weil die Freiheit am Hindukusch verteidigt wird, wie damals auch der gleiche Struck, den ich zitiert habe, gesagt hat. Aber warum? Nochmal, warum? Also wer möchte das? Die Abgeordneten selber, Joschka Fischer, der selber Straßenkämpfer war, autonomer Hausbesetzer und plötzlich möchte der Krieg führen. Naja, Schröder und Fischer sind natürlich Charaktermasken und sind Sprachrohre von tieferen Sinn. Der tiefere Sinn liegt darin, dass Deutschland als wiedervereinigtes Land ein starkes imperialistisches, kapitalistisches Land ist, dass Deutschland heute die Europäische Union dominiert und dass geschichtlich Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, jetzt also Europa, USA, China, Japan, langfristig gesehen auch militärisch ausgetragen werden kann. In den Weltkriegen war die unterliegende Haupttendenz auch die gewesen, dass Konkurrenz militärisch ausgetragen wird, damals Deutschland vor allem versucht hat, darüber Weltmacht zu werden. Und ich behaupte jetzt mal, dass im Werden der Europäischen Union Militarismus angelegt wird, deswegen ja auch jetzt eine europäische Armee geschaffen werden soll und Deutschland im Grunde auch im Werden von Deutschland als ein imperialistisches Land, das auf dem Weltmarkt immer schärfer in Konkurrenz immer mächtiger wird, auch die militärische Variante, also Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln in die Tagesordnung eindringt. Aber könnte es nicht auch so sein, dass wir gerade in einer Welt leben, in einer kapitalistischen Welt leben, die unter der Vorherrschaft des amerikanischen Militärs überhaupt erst so eine Entwicklung nehmen konnte? Also Amerika als Schutzmacht. Amerika als Schutzmacht bricht weg. Oder war das 91 schon überhaupt in dem Gedanken, dass man sagt, ja, dann bauen wir halt unsere eigene Schutzmacht für unser eigenes Projekt auf? Ich würde sagen, also die Europäische Union ist ja auch als wirtschaftliches Gegenprojekt gegen die USA angelegt, so ein bisschen. Ich würde sagen, die Frage ist sehr klug, weil im Grunde kann man sagen, es steckte beides drin. Also das Projekt Militarisierung Europäischer Union war in statu nascendi, war im Werden begriffen, aber war verdeckt noch eindeutig über die transatlantische Bündnis mit den USA, wo ja auch im Jahr 1990 im ersten Irakkrieg George Bush Senior gesagt hat, we create a new world order. Das heißt, mit diesem Krieg schaffen wir eine neue Weltordnung unter reiner US-Hegemonie. Der 99er Krieg, der ja noch unter Bill Clinton als Präsident geführt wurde, war ein Krieg noch mit New World Order, unter US-Kommando, aber die Deutschen haben schon mal geübt, wie das stattfinden könnte. Briten waren dabei, Franzosen dabei, Italiener dabei, Holländer, Dänen haben mit Kampfflugzeugen geflogen. Aber es war schon latent da, dass die Europäische Union als nächstes in die Stapfen treten könnte mit einer eigenen Armee. Aber es war eindeutig noch primär transatlantisch, US-amerikanisch geprägt. Welche Auswirkungen hat das auf Serbien, dieser Krieg? Sind da noch Spätfolgen zu bemerken? Du warst ja jetzt da. Ja, das sind einmal eben das Bewusstsein, dass 5000 Menschen getötet wurden, darunter übrigens nur 500 Soldaten. Waren primär Zivilbevölkerung, die getötet wurde. Obwohl gesagt wurde, dass chirurgisch bombardiert wird. Ja, also die jugoslawische Armee war perfekt vorbereitet auf den Krieg. Sie hat sich in Kavernen, in Höhlen verzogen. Auch Panzer wurden kaum getroffen. Ich glaube, 5 Panzer haben sie überhaupt zerstören können. Die gesamte Luftwaffe ist erhalten geblieben. Die sind nicht gestartet, weil sie keine Chance gehabt hätten gegen die US-amerikanisch
deutsche, britische, französische Luftwaffe. Und sie haben sich vorbereitet auf den Bodenkrieg. Und gedacht, irgendwann kommt der Bodenkrieg, der nie kam. Mhm. Die NATO hat in diesen 74 Tagen von Woche zu Woche die Definition der Bombenziele, die Schwelle niedriger gelegt, mhm. weil sie keine militärischen Ziele mehr gehabt haben, keine Kasernen. Sie haben dann also Krankenhäuser, Friedhöfe bombardiert, das Zastava-Werk in Kragujevac bombardiert und so weiter. Und sie haben vor allem auch völkerrechtswidrige Munition eingesetzt, darunter Splitterbomben, darunter Graphitbomben. Das sind Bomben, die die Elektrizität von ganzen Städten ausschalten, weil die wie Lametta praktisch Kurzschlüsse ausüben bei Transformatorenwerken, bei Kraftanwerken und so weiter, wo die Krankenhäuser tagelang keinen Strom mehr gehabt haben. Und sie haben in großem Umfang auch genau 50 Tonnen Uran abgereicherte Munition eingesetzt. Depleted Uranium Munition, so heißt der Begriff. 238, glaube ich, ist die Uran-Definition nach der chemischen Formel. Die schon im Irakkrieg 1990 eingesetzt wurde, die schon 1995 im Krieg in Bosnien eingesetzt wurde von der NATO und die jetzt in großem Umfang eingesetzt wurde. Das ist eine Munition, die Krebs erzeugt, die hohe Krebsraten erzeugt, die auch bei den Soldaten, die sie eingesetzt haben, jetzt registriert, die italienischen Bomberpiloten sind ganz stark von Krebs befallen, die in dem Krieg damals Bomben geworfen haben. Da gibt es lange Debatten in Italien, dass sie entschädigt werden müssen. Und wir haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren in Serbien genaue Register, wo in den Regionen, in denen Uranmunition abgeworfen wurde, die Krebsrate 10-mal höher liegt wie in anderen Regionen. Und also vorsichtig gesagt, einige Tausend, wenn nicht viele, Zehntausende Krebstote jetzt produziert werden. Frage zum Schluss, wie könnte eine Aussöhnung stattfinden? Das Erste, was passieren müsste, wäre, dass wir Serbien entdecken. Also mir ging es so, dass ich praktisch nicht wusste, ja, kein Bild hatte von dem, wie Serbien heute aussieht, wie es strukturiert ist, auch Kleinigkeit, ja. Am 9. November 2018 wurde in Paris das Ende des Ersten Weltkriegs gefeiert, 100 Jahre, ja. Was bei uns gar nicht auffiel, ist eine Riesendebatte in Serbien, dass die Sitzordnung in Paris so war, dass Merkel, Donald Trump, Monsieur Emmanuel Macron, und Putin auf einer Reihe saßen, zusammen mit dem UÇK-Chef und jetzigen Präsidenten von Kosovo, also der Mann oder der Vertreter der Bevölkerung, die mit den Faschisten kooperiert haben im Krieg, ja, und die im Ersten Weltkrieg auch mit K&K kooperiert haben, und umgekehrt der serbische Präsident auf einer Nebenbank außerhalb Platz nehmen musste, obwohl Serbien ein Drittel der Bevölkerung im Ersten Weltkrieg verloren hat. Ja? Riesendebatte, wie kann es sein? Typisch, das sind die westlichen Mächte, die wiederum mit Kosovo gemeinsame Sache machen, aber das Hauptopfer des Krieges auf eine Nebenbank abschieben und so weiter. Also nochmal, man muss zunächst mal sich bewusst werden, was Serbien gelitten hat, dass wir eben als Deutsche eine besondere Verantwortung haben. Man muss sich vor allem klar werden, dass das ein Übungskrieg war, für spätere Kriege, dass der Tabubruch, der damals stattgefunden hat, für heute noch eine riesige Rolle spielt und dass die Entscheidung der Europäischen Union vom Dezember 2017, wonach die PESCO eingerichtet wird, eine neue innereuropäische Struktur mit 23 EU-Ländern, Dänemark und Malta machen nicht mit, wo festgelegt wird, Militärunion, dass diese Militärunion von Jahr zu Jahr mehr rüsten muss, prozentual, und eine gemeinsame europäische Armee und ein gemeinsamer europäischer militärischer industrieller Komplex aufgebaut werden soll. Das heißt, die bereiten sich ganz konkret auf europäisch geführte Kriege vor. Machst du die Zeitung gegen den Krieg noch? Die erscheint jetzt zum 44. Mal zum Ostermarsch 2019. Und leider immer noch notwendig. Ja.